Hallöchen, liebe Bücherfreunde, und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute schauen wir uns gemeinsam an, was ich im April gelesen habe. Und ich kann schon mal so viel sagen, es war gar kein schlechter Monat. Ich habe 14 Bücher gelesen und im Durchschnitt 3,8 Sterne vergeben. Ich hatte vier Highlights, ein abgebrochenes Buch und ja, auch sonst glaube ich relativ zufrieden. Ich glaube, es sind ja mehr Bücher eingezogen. Ja, ich glaube 20 oder über 20. Ich habe den Zettel mit den Neuzugängen schon irgendwo anders. Ich habe es leider nicht geschafft, es irgendwie aufzuholen, weil natürlich auch 3 Tage Messe, an denen ich nicht groß gelesen habe oder gehört habe, da so ein bisschen mit reingespielt haben. Vielleicht hätte ich sonst noch ein Buch irgendwie geschafft, aber die Messe war ein absoluter Traum. Vielleicht habt ihr ja meinen Vlog schon gesehen. Wenn nicht, ich verlinke ihn euch unten mal, denn ja, das war wirklich eine ganz, ganz tolle Messe, ein tolles Wochenende und ich bin mit 14 Büchern im Monat aber auch sehr, sehr, sehr zufrieden. Ich habe jetzt leider natürlich total verdrängt, mir mal aufzuschreiben, viele Bücher in echt und haptisch und in E-Book und so, aber ich glaube, haptisch könnte es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ja, 7 Bücher in haptischer Form. Dementsprechend würde ich sagen 1, 2, 3 E-Books und dann müssten es 4 Hörbücher sein. Sehr gut. Kopfrechnen funktioniert. Es waren insgesamt über 4000 Seiten, was ungefähr 134 Seiten am Tag ergibt, wobei man natürlich eigentlich nur diese 27 Tage zählen dürfte, weil ich an den 3 anderen Tagen ja nichts groß gelesen habe, vielleicht noch ein bisschen gehört habe, aber okay. Und Hörzeit waren 3278 Minuten. Also auch gar nicht schlecht. Und ich habe euch ja wieder ein paar Clips gemacht schon zwischendurch und die werde ich jetzt auch einblenden. Und ihr findet alle Bücher mit den Zeitstempeln unten in der Infobox. Also schaut da gerne vorbei, wenn ihr mehr Infos zu den Büchern wissen wollt oder euch nur manches Buch irgendwie interessiert. Da schaut gerne, wann ich dann darüber spreche. Und ich ja, wünsche euch jetzt viel Spaß mit meinem Büchermonat. Leider ist das erste Buch, mit dem ich in den März gestartet bin, direkt ein Abbruchbuch geworden, nämlich Der Bär und die Nachtigall von Catherine Arden. Das ist der erste Teil einer Trilogie. Es sind auch alle 3 Bücher mittlerweile schon erschienen. Auch der zweite Band, ja, liegt hier eigentlich schon bereit, wird aber nun an meine Freundin weitergegeben, mit der ich jetzt auch den ersten Teil gelesen habe, zumindest begonnen habe. Optisch, haptisch, ein wunderschönes Buch. Von der Aufmachung wirklich ganz, ganz toll. Lag jetzt schon ein kleines Weilchen auf dem Sub und meine Freundin hat so beiläufig erzählt, dass sie hier die ersten 50, 60 Seiten gelesen hat und ich habe dann gesagt, so, stopp, ich steige ein und dann lass uns gemeinsam weiterlesen. Leider habe ich dann nach 180 Seiten abgebrochen. Das Buch hat knapp ja, 420 Seiten und ja, tut mir wirklich ein bisschen weh, weil ich mich hier auf ein russisches Märchen, Legenden gefreut habe. Und ja, wir starten irgendwo in der Wildnis Russlands und zu Beginn innerhalb der Geschichte erzählt uns die Dienerin Dunja, beziehungsweise erzählt sie den Kindern des Hauses, des Grundbesitzers, die Geschichten über Magie, Legenden und eben auch des Winterkönigs. Wir treffen auf den Grundbesitzer Piotr und seine Frau, die erneut schwanger ist. Sie hat schon bereits 3 Kinder. Nun ist also das vierte Kind unterwegs und das wird ein Mädchen, das wird Wasja. Und ja, sie spürt relativ schnell, dass mit diesem Mädchen doch ein bisschen was anderes ist. Und auch Wasja merkt, dass sie einen besonderen Bezug zu der Magie hat und dass die Märchen, die Dienerin erzählt hat, eben nicht einfach nur Märchen sind. Und nach kommen wir an verschiedene Orte in Russland und wir sind dann auch mal unterwegs in Moskau, sind hier am großen Hofe und ja, erleben hier so ein bisschen was. Und das ist genau mein Problem mit diesem Buch. Es ist ein sehr poetischer Stil. Leider bin ich aber in diese Welt nicht hineingekommen. Und jetzt ist das natürlich irgendwie eine Fantasy-Welt, auch wenn sie in Russland spielt und man bekommt schon den Eindruck, dass es hier fantastische Elemente hat. Es war für mich auf den 180 Seiten keine Spannung spürbar. Ich habe 180 Seiten gelesen und dachte, eigentlich ist nicht viel passiert. Es war schon atmosphärisch, es war poetisch, es war sprachlich schon sehr wohlklingend, aber es war genauso langatmig wie langweilig und es ist viel zu viel von dem nebenbei erzählt worden als von der eigentlichen Geschichte und man kam irgendwie eben in diesen 180 Seiten nicht richtig voran. Zudem habe ich ein großes Problem mit den Namen gehabt und
das lag nicht unbedingt nur an den Namen per se, sondern auch daran, dass man den Charakteren Spitznamen gegeben hat, beziehungsweise Abkürzungen oder gar Kosenamen. Und ich am Ende manchmal überhaupt nicht mehr wusste, wer ist das, wo kommt er her, bis ich verstanden habe, ach, das ist ja der. Ich habe das manchmal in meinem Kopf nicht zusammenbekommen. Die Fantastik, beziehungsweise dieses Legendengewobene war so leicht spürbar. Ich hatte aber einfach schon ein bisschen was anderes erwartet und ich hatte keinen so richtigen Draht dazu. Also super schade. Ich fand den Austausch sehr angenehm, ich fand es sehr schön, auch so ein bisschen die Begeisterung meiner Freundin zu spüren, weil sie hat definitiv weitergelesen und deswegen bekommt sie dann natürlich auch den zweiten Band. Aber für mich war das leider nichts. Parallel habe ich schon in diesem Sachbuch gelesen, und zwar Energiegeladen statt Dauermüde von Libby Wiefer. Ich finde das Cover richtig, richtig schön. Habe ich auch schon ein Weilchen auf dem Sub und ich habe vor 3-4 Wochen mir Sachbücher in meinem Subregal angesehen, ein bisschen reingelesen, mich mit der Thematik beschäftigt, habe auch ein paar aussortiert, aber an dem bin ich irgendwie hängen geblieben und habe gedacht, so im März habe ich aussortiert, im April schaust du dir das mal ein bisschen an und dementsprechend habe ich jetzt hier auch gelesen und es auch beendet. Wir haben hier 10 strukturierte Kapitel und das ist wirklich ein großer Pluspunkt in diesem Buch und die Autorin erzählt uns hier so ein bisschen, was sie unter Energie versteht. Sie erzählt uns die Definition dazu, sie hat aber auch andere Themen wie Schlaf, die Verdauung, Ernährung, wo kommt der Süß- und Heißhunger her und sie ist Biochemikerin und betrachtet so den Körper eben als eine Art Maschine und erklärt uns eben in wunderbarer Leichtigkeit die einzelnen Mechanismen unseres Körpers, der uns eben den Körper zum Laufen bringt, der uns voranbringt, der uns fit macht, der uns gesund macht und wie wir eben den Körper dann energiegeladen auch wieder hochfahren können. Mir hat der Stil der Autorin sehr gut gefallen. Es sind natürlich allgemeine Infos mit dabei und auch ein paar Tipps. Die fand ich nicht alle in Gänze umsetzbar oder auch praktikabel, aber ja, vielleicht hätte ich mir da so ein bisschen mehr erwartet. Ich fand die wissenschaftliche Sprache tatsächlich okay. Ich habe vieles gut verstanden. 3-4 Dinge habe ich auch einfach mal nachgegoogelt und sie mir erklären lassen. Es war schon ein bisschen theoretisch. Und ich glaube, das ist auch mein Kritikpunkt an diesem Buch, dass wir hier schon sehr viel Theorie haben und wenig Praktikables einfach rumkommt. Spannend fand ich aber die biologischen Zusammenhänge. Die fand ich echt spannend, wie unser Körper funktioniert. Das war mir tatsächlich alles gar nicht so in Gänze klar. Und wie eben auch Energie abhanden kommen kann. Und was aber schon gut war, auch wenn ich nicht alle Tipps praktikabel fand, mochte ich doch, dass sie keine so allgemeinen Tipps gegeben hat. Also hier steht jetzt nichts Profanes drin wie schlafe 8 Stunden, wo ich denke, nicht jeder Körper ist dafür gemacht, 8 Stunden zu schlafen. Sondern es wird schon den Hinweis gegeben, den eigenen Biorhythmus sich anzuschauen, wie man das macht, wie man gesunden Schlaf hinbekommt, wenn man beim Thema Schlaf zum Beispiel ist. Auch was ist mit der Verdauung auf sich hat, was im Körper eben auch passiert bei diesen körperlichen Vorgängen und das hat die Autorin, finde ich, richtig gut gemacht. Mir war es an mancher Stelle einfach ein bisschen zu viel und gleichzeitig so ein bisschen wenig Inhalt, beziehungsweise auch mal wiederholenden Inhalt. Ich fand es okay, aber es hat mich nicht so vom Hocker gehauen. Also ich hätte mir da ein bisschen mehr Praktikabilität gewünscht, bin aber schon froh, dass die Autorin eben nicht einfach nur so Tipps 0815 irgendwie gegeben hat, die man schon zigmal gelesen hat, obwohl das Buch ja auch schon ein bisschen älter ist. Aber ich mochte den Stil sehr gerne, 2018. Und man sieht hier auch wirklich im Inhaltsverzeichnis, dass sie das wunderbar aufstrukturiert hat. Und das fand ich richtig gut, weil man natürlich so auch mal, wenn man das Buch behalten würde, einfach mal hineinschauen könnte. Es gibt auch sehr spannende Themen wie Depressionen, Schilddrüse und Ähnliches, wo ich mich wirklich sehr gut eingelesen habe. Anderes ist aber natürlich auch einfach bekannt, wenn man sich schon ein paar Mal mit diesem Thema beschäftigt hat. Es ist jetzt nicht das Buch, wo ich dachte, ich hole hier wahnsinnig viel heraus. Ein bisschen was habe ich in mein Bullet Journal eingetragen und fand ich auch gut, aber alles in allem war es okay
Und ich glaube, ich habe das auch als gebrauchtes Buch mir geholt, dementsprechend noch mehr okay. Aber es wäre jetzt nichts, wo ich sage, da stehen die absoluten Hammer-Tipps in irgendeiner Art und Weise drin. Und das dritte Buch des Monats ist dann das erste Hörbuch. Und zwar der dritte Teil von Prison Healer, die Schattenerbin von Lynette Noni. Es ist natürlich schwierig, zu einem dritten Band recht viel zu erzählen. Ich packe euch mal meine Videos zu Band 1 und 2 unten in die Infobox. Es gab auch zum ersten Teil einen Hörgenuss. Und ja, wir haben hier jetzt den finalen Band der Trilogie. Der wird gesprochen von Nina Reitmeier. Und die finde ich einfach toll. Der habe ich gerne gelauscht. Die gibt unserer Protagonistin wirklich eine gute Sprache, eine gute Stimme. Und ja, der erste Teil hat mich ja damals total umgehauen. War eben auch ein Hörgenuss. Band 2 war so okay. Ich würde jetzt sagen, wahrscheinlich so ein klassischer zweiter Band. Es ging ja einfach so ein bisschen in der Entwicklung von unserer Protagonistin von Kiva, die mir nicht so gefallen hat. Zudem hatten wir auch den Ort gewechselt, was ich auch ein bisschen schade fand, weil so das Spezielle von Band 1 ein bisschen genommen wurde. Und der dritte Band war aber wirklich ein sehr, sehr gelungener Abschluss. Zudem gefallen mir alle drei Cover wirklich unglaublich gut, sowohl im Deutschen wie im Englischen. Richtig, richtig schön. Ja, ganz ursprünglich treffen wir im ersten Band auf die 17-jährige Kiva, die als Gefängnisheilerin in Zallendorf im Land Winderal arbeitet, den Job von ihrem Vater übernommen hat. Nicht ganz freiwillig, aber sie genießt es doch, dort eben als Heilerin arbeiten zu können. Sie hat den Beruf ihres Vaters übernommen, als dieser gestorben ist. Gleichzeitig wartet sie aber darauf, dass ihre eigentliche Familie zurückkehrt und sie aus diesem Gefängnis auch herausholt. Denn es tut sich was in diesem Königreich. Es gibt Rebellen und ja, da erhofft sie sich eben auch eine Rettung und eine Umwandlung in diesem Königreich. Eines Tages setzt sie sich dann für eine Gefangene ein und nimmt am magischen Turnier teil und es kommt so ein bisschen dazu, dass eben aus Freunde Feinde werden Freunde, es gibt wahnsinnig viele Plot-Twists. Wir haben ja auch so ein bisschen die Thematik Vergangenheitsbewältigung, beziehungsweise auch einfach so, wo jemand herkommt, wie er sich verhält, was das mit ihm macht. Das fand ich super interessant und ja, das ja, ist natürlich schwierig, über den zweiten oder dritten Band dann irgendwie zu sprechen, aber der dritte Band war wirklich ein großartiger Abschluss der Trilogie. Es ist wirklich sehr packend für Jugend-Fantasy. Natürlich haben wir ja auch ein bisschen romantische Szenen und das ist, glaube ich, so auch mein Kritikpunkt an dieser Reihe, dass die wirklich in Band 2 und 3 so ein bisschen vordergründiger war. Hätte es für meinen Geschmack nicht so gebraucht, aber ich mochte tatsächlich, wie Lynette Noni diese Welt erschaffen hat. Sie hat es toll gestaltet, sie hat wunderbare magische Komponente und Aspekte hier reingebracht und auch Kombinationen mit so einem ganz speziellen Setting, besonders im Band 1 und dann auch wieder im Band 3, wo wir unterwegs sind. Und sie bringt Wendungen rein, die ich überhaupt nicht gesehen hätte, auf die ich gar nicht gekommen wäre, die ich nicht erwartet hätte. Es ist sehr fesselnd gewesen, es war sehr spannungsgeladen. Also im dritten Teil ist die Spannung und wieder vorhanden, die mir so im zweiten Band gefehlt hat. Es geht auch sehr schnell und es ist auch wirklich sehr Überraschendes, was passiert und es hat mich auch emotional an 3-4 Stellen doch sehr mitgenommen. Tatsächlich würde ich beim dritten Teil sagen, wo ich beim zweiten meinte, es hätten 50 Seiten weniger getan, hätte ich die 50 Seiten jetzt gerne im dritten Teil, weil tatsächlich das Ende, so gut es gelöst ist, das Ende ist wahnsinnig schnell erzählt und es passiert innerhalb von 2 Stunden Hörzeit so viel, wo ich denke, naja, gerne so ein bisschen noch mehr, gerne auch mehr Emotionen, hätte ich gar nichts gegen gehabt, aber ich glaube, dem Ende hätten ein bisschen mehr Zeit besser getan, aber mir gefällt auch Kiva als Protagonistin. Da muss ich wirklich sagen, ich mochte sie im ersten Teil sehr gerne. Ich habe ihre Entwicklung im zweiten Teil nicht so richtig nachvollziehen können, mochte dann aber ihre Art und ihr Vorgehen und ihr Denken und ihre Entwicklung im dritten Teil wieder sehr, sehr, sehr gerne. Im zweiten Teil war es ja ein bisschen so rückwärts, während es jetzt im dritten Teil wieder für ihren Charakter auch vorwärts geht. Und mir hat der dritte Band ja auf jeden Fall um Längen besser gefallen. Also ich glaube, dem ersten Band habe ich 5 Sterne gegeben, dem zweiten 3 und hier wäre ich definitiv bei 4, weil ich wirklich sage, es ist eine tolle Reihe, das Ende war ein bisschen schnell und die Liebesturteleien hätten für mich nicht so sein müssen. Aber wer eine Jugendbuch-Fantasy-Reihe sucht, die wirklich auch mal ein bisschen anders ist, die spezieller ist, die wirklich auch
ja, einfach tolle Charaktere hat, eine tolle Welt hat, bildhaft erzählt ist, spannungsgeladen ist, zumindest Band 1 und 3. Ich finde, der ist hier absolut richtig und da muss man sich vielleicht mal so ein bisschen durch den zweiten quälen, aber man bekommt hier wirklich eine ganz, ganz tolle Trilogie, die im Jugendbuch-Fantasy-Bereich wirklich ihresgleichen sucht. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich bin sehr gespannt, ob mich Lynette Noni nochmal in einer ihrer zukünftigen Geschichten abholen kann. Ich habe die Trilogie hier wirklich gerne gelesen, beziehungsweise gehört, mir erzählen lassen. Fand ich wirklich toll. Richtig, richtig schön und ich freue mich, dass der dritte Teil dann tatsächlich wieder meinen Geschmack besser getroffen hat als der zweite. Und wenn euch der Hörgenuss und so interessiert, na, guckt einfach mal in die Infobox zum ersten Band und so erzähle ich da ein bisschen ausführlicher. Ein dritter Band, ein abschließender Band ist natürlich schwierig, da viel zur Handlung zu erzählen, weil man da ja wirklich alles spoilern würde. Dementsprechend, ja, bin ich begeistert. Ein toller dritter abschließender Band und freue ich mich wirklich, dass ich dieses Buch dann mit so einem guten Gefühl oder diese Reihe mit so einem guten Gefühl dann abgeschlossen habe und sie für mich tatsächlich auch sehr stimmig ist. Weiter ging es dann über Ostern mit Geheime Tochter von Shilpi Somaya Goda. Das ist der Debütroman der Autorin, wurde mir zum Geburtstag geschenkt. Und ich war sehr neugierig, weil mir sowohl Cover als auch Klappentext mich auch sehr angesprochen haben. Wir begleiten in diesem Buch zwei Frauen, die ja sehr unterschiedliche Leben haben. Zum einen haben wir Soma, die in San Francisco, USA wohnt. Sie arbeitet als Ärztin, ist in einer sehr guten Beziehung, hat allerdings im Grunde die Diagnose bekommen, dass sie keine Kinder bekommen kann, was sie und ihren Ehemann doch so ein bisschen ja in eine Sinnkrise stürzt. Gleichzeitig wird in einem abgelegenen indischen Dorf 1984, ich glaube ein Jahr nach meinem Geburtstag, ein Mädchen Usha geboren. Usha bedeutet Morgendämmerung, was ich richtig schön fand. Doch die Eltern erkennen ja oder wissen, dass sie ein Mädchen nicht behalten können, dass es ja im Grunde eigentlich umgebracht werden muss, weil Töchter eben ja kein Geld einbringen, man sie nicht arbeiten lassen kann, sie nicht für den Unterhalt sorgen und man ganz im Gegenteil eben auch noch eine Mitgift braucht, damit man sie verheiraten können. Die Mutter von Usha schafft es aber dann, das Kind in ein Waisenhaus zu bringen, ganz entgegen der Meinung ihres Ehemannes. Und Soma und ihr Ehemann entscheiden sich dann eben für eine Adoption, entschuldigt, als sie eben das Foto des Mädchens sehen in einem Waisenhaus und adoptieren Usha, die dann Asha genannt wird. Und wir begleiten hier den Weg der beiden ganz unterschiedlichen Frauen, auch durch das Leben des Adoptivkindes, welche Probleme es dabei gibt, welche Herausforderungen, wie die Bände so sind und begleiten hier im Grunde Frauen, Familien auf ihren Weg in ganz unterschiedlichen Kulturen. Wir haben hier zwei sehr spannende Handlungsstränge, die parallel laufen und uns so auch die unterschiedlichen Kulturen der beiden Länder zeigt. Ich fand es sehr faszinierend, in die indische Kultur einzutauchen. Natürlich gibt es da viele Dinge, die man ahnt, die man weiß, die man schon mal gelesen hat. Aber man ist hier so ein bisschen hautnah dabei, was ich tatsächlich sehr spannend fand. Und die Autorin selbst hat wohl hier auch Erfahrungen daraus gemacht, weil ich glaube, ihre Eltern indischen Ursprungs sind. Genau, die Familie kommt aus Mumbai. Sie lebt in Kalifornien und erzählt uns hier, genau, also ist das richtig. Also dementsprechend merken wir, dass die Autorin hier definitiv ganz viel Informationen aus erster Hand hat, was eben das indische Leben angeht. Wie es natürlich in den USA ist, lässt sich ja sehr gut mit unserem vergleichen. Dennoch finde ich, dass diese Unterschiede von der Autorin hier sehr gut gezeigt wurden, dargestellt wurden und das ganz ohne eine Wertung einzunehmen. Das fand ich tatsächlich auch sehr wichtig. Ich glaube auch, dass die Eltern der Autorin selbst mal in Indien dann unterwegs waren und sie auch in einem Kinderheim, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, gearbeitet hat und so eben wirklich auch diese Informationen mit hat. Ich fand den Stil
trotz des schweren Themas sehr flüssig. Und ich habe das Buch so an 2 Tagen, an Ostersonntag und Montag, weggelesen. Ich fand es toll, wie diese knapp 20 Jahre gezeigt wurden, auf was ein Fokus gelegt wurden. Und das stellte auch überhaupt keine Probleme dar, dass man da ganz gut mitgekommen ist, einfach weil es dann doch mehr oder weniger chronologisch war und man nicht so immer erst überlegen musste, wer oder wo sind wir denn. Es ist ein sehr emotionaler Stil, der sehr feinfühlig erzählt und uns auch wirklich hier Gefühle transportieren kann. Und es wird auch nachvollziehbar rübergebracht, was so die Herausforderungen sind, wie sich die Frauen fühlen, wie das Leben drumherum im Grunde reagiert, wenn so eine Entscheidung auch gefällt wird. Und besonders die Tragik des kleinen Mädchens in Indien fand ich super interessant dargestellt und welche Herausforderungen man als Mädchen und Frau in Indien dann eben auch im Nachgang hat. Das fand ich sehr gut herausgearbeitet. Es hat mich an mancher Stelle, obwohl irgendwo denkt man es zu wissen, doch auch ganz schön erschüttert. Ich muss tatsächlich sagen, dass es mir an mancher Stelle fast eine Spur zu oberflächlich war, was ich bei dem etwas ernsteren Thema doch schon sehr schade fand. Zudem fand ich auch das Adoptivkind mit zunehmendem Alter immer unsympathischer, nerviger, trotzköpfiger und irgendwie wurde sie eher immer noch kindischer, als sie es als Kind irgendwie war. Das hat mich an vielen Stellen verärgert. Ich möchte nicht damit sagen, dass ich nicht glaube, dass das so unrealistisch ist oder dass das irgendwie so passieren könnte, aber ich fand es einfach nervig und auch überhaupt nicht nachvollziehbar. Das wäre so mein Kritikpunkt, dass ich hier gerne mehr nachvollzogen hätte, wo diese Launen von Usha oder Asha im Grunde dann irgendwie hergekommen sind. Das hat mir so ein bisschen gefehlt und an mancher Stelle einfach auch den Tiefgang. Am Ende des Buches findet sich auch noch Anregungen zu einem Lesekreis. Und ja, ich glaube tatsächlich, dass dieses Buch sehr viel Potenzial hat, gemeinsam gelesen zu werden. Es werden da Fragen auch mitgestellt, über die man dann auch einfach mal nachdenken kann, über die man in dem Lesekreis auch diskutieren könnte. Also jeder, der sich für das Buch interessiert, sucht sich vielleicht am besten einfach noch irgendwie einen Lesebuddy dazu und tauscht sich hierüber auf. Für mich ein gelungenes Buch, das sich wirklich gut hat weglesen lassen, was ein spannendes, tragisches, sehr ernstes Thema aufgreift, aber nichtsdestotrotz das wirklich gut rübergebracht hat und wirklich da auch einen gewissen Sog, mich in diesen Sog hineingezogen hat. Nach dem etwas schwereren Thema musste es dann locker leicht werden und so habe ich Where the Hummingbirds Sing von Mareike Allnoch gelesen. Habe ich als E-Book gelesen, ist mir als Rezensionsexemplar auch zur Verfügung gestellt worden und mir war einfach nach was leicht, nach einer Liebesgeschichte, nach einer Wohlfühlgeschichte und es geht hier in Sehnsuchtsland Kanada, zumindest ist das so der Titel der Reihe, es ist eine Dialogie und ich glaube auch, dass der zweite Teil Ende April, Anfang Mai herauskommt und mich hat hier natürlich das wunderschöne Cover angesprochen, kann ich gar nicht anders sagen. Wir treffen auf Lilly, die ihr Auslandsjahr in Lake Louise, Kanada verbringt und reist eben nun von Deutschland dorthin. Sie hat nach dem Abitur sehr schwer gearbeitet und möchte sich jetzt eben dieses Auslandsjahr auch ermöglichen. Sie hat nicht so richtige Zukunftspläne, weiß noch nicht so richtig, in welche Richtung sie gehen möchte und möchte sich jetzt eben auf ihrer Reise bei dieser Auszeit Gedanken darüber machen und auch irgendwo zu sich finden und eben auch irgendwie zu ihrem Weg. Dort angekommen trifft sie auf den schweigsamen Ben und beide können auch so anfangs nicht so richtig viel miteinander anfangen. Vor allem merken wir recht schnell, dass bei Ben doch irgendwas hinter seiner Schweigsamkeit steckt. Beide nähern sich aber dann doch relativ schnell an und wir erleben eben hier so ein bisschen diese Freundschaft, Liebesgeschichte, wie eben sich diese beiden Charaktere kennenlernen und was das so auch die Herausforderungen natürlich sind. Wir lernen, soweit ich das jetzt gesehen habe, auch schon die Protagonisten von Band 2 kennen und haben hier dann schon so einen Eindruck, wo es dahin gehen könnte. Aber für mich wird es wahrscheinlich keinen zweiten Band geben, weil ich fand zwar das Setting dieser Geschichte richtig, richtig toll. Es gab auch die ein oder andere spannende Wendung,
Aber es ist, ich weiß nicht, ich habe so irgendwie mein Problem mit Liebesgeschichten. Ich mag da wirklich nicht, wie Charaktere dargestellt werden. Ich fand es ganz schlimm, wie uns hier auch die beiden Charaktere, wie klischeehaft das einfach ist, dass wir eine Lilly haben, die ja mindestens eigentlich 20, 21 sein muss, wenn sie Abitur mit 19 gemacht hat, dann gejobbt hat. Und die benimmt sich manchmal wirklich wie so eine 12-Jährige. Und ich möchte gar nicht sagen, dass jeder Erfahrung hat, jeder mit 20 schon weiß, was er will. Das wurde uns hier ja gezeigt, dass sie es nicht weiß. Aber sie verhält sich wahnsinnig jung, ist zwar schon lebensfroh und hat auch ihren Spaß am Leben, hat ihren Humor, sie ist sehr aufgeweckt, aber gleichzeitig wirkt sie einfach locker, mindestens 5 Jahre jünger. Und ich hatte mir halt hier doch ein bisschen einen erwachseneren Roman vorgestellt, vielleicht noch nicht mal New Adult, sondern tatsächlich eher, also das ist ja kein Genre, aber, ne, aber wir sind hier gefühlt eigentlich eher noch in Young Adult und das mit jemandem, der mindestens 20 sein muss. Ja, zudem ist Ben natürlich der klischee-mäßig erzählte, schweigsame Typ, der irgendwie ein Geheimnis hat und eigenbrödlerisch ist, und das findet dann natürlich unsere Protagonistin ganz doll. Wenn ich ehrlich bin, ich kann es nicht mehr sehen, ich kann es nicht mehr lesen. Ich war ganz froh, dass mir hier tatsächlich die Nebencharaktere sehr gut gefallen haben, dass dieses Setting in Kanada an diesem Ort so gemütlich war und es irgendwie schön war, dort unterwegs zu sein, und dass wir auch eben da so ein bisschen den Spaß haben am Lesen. Vielleicht hätte ich es hören müssen. Ich glaube einfach, das ist so mein Learning. Ich muss das verinnerlichen, dass ich wohlfühl Liebesgeschichten einfach eher höre, als sie zu lesen. Weil ich merke einfach immer mehr, wie ich bei solchen etwas flacheren Geschichten, und das ganz ohne Wertung, aber einfach mein Kopf so abdriftet. Beim Hören passiert mir das einfach nicht. Und vielleicht ist das einfach was, was ich angehen muss, möchte, wenn ich sage, okay, ich habe trotzdem Lust auf die ein oder andere Wohlfühlgeschichte. Der Tiefgang in der Geschichte war leider auch ein bisschen flach, muss ich ganz klar sagen. Es war vieles nicht immer auserzählt, vieles nicht nachvollziehbar. Ich habe nichts dagegen, wenn Charaktere nicht so handeln, wie ich es tun würde. Ich möchte aber so ein bisschen verstehen, wie sie dahin gekommen sind und nicht so vollendete Tatsachen gestellt werden. Aber das Setting in Kanada war richtig toll, und ich würde mich, glaube ich, auch tatsächlich auf die beiden anderen Charaktere jetzt im zweiten Teil freuen. Aber der Stil von Marijke Ahlnoch, wenn der halt so jung bleibt und so, ach, ein bisschen, ich weiß auch nicht, das war einfach nicht so richtig meins, weil ich hätte schon erwartet, dass die Charaktere so ein bisschen reifer sind, ja, und das nicht in diesem Jugendbuch irgendwie ist. Aber es war sonst natürlich wirklich sehr leicht, sehr locker, sehr flüssig, modern. Es hatte auch gute Spannungsmomente und auch ein, zwei Wendungen, die ich nicht habe kommen sehen, aber ja, es ist, ja, es hat mich nicht vom Hocker gehauen. Also, ich würde sagen, ein okayes Buch. Und ich glaube, Leute, die mit solchen Wohlfühlromanen einfach eine Spur mehr Spaß haben wie ich, denen wird das hier auch auf jeden Fall gefallen. Und ich glaube, der zweite Teil, der erste Teil waren jetzt ja die Hummingbirds, und ich glaube, im zweiten Teil sind es dann die Fireflies, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Parallel habe ich schon das Hörbuch des Monats gehört, nämlich Scheiß auf die Glücksfee. Ich mache das jetzt selbst, von Claudia Engel. Ich packe meinen Hörgenuss unten in die Infobox. Schaut da sehr, sehr gerne vorbei, weil ich möchte über dieses Highlight hier gar nicht so lange sprechen. Ich habe das aufgrund der Empfehlung von einer lieben Freundin gehört. Ich bin dann war dann jetzt einen Monat auch bei BookBeat und habe auch da das Hörbuch im Grunde mitgehört. Gesprochen wird es auch von Claudia Engel selbst. Hörgenuss unten in der Infobox. Ich habe mir auch schon ein echtes Exemplar bestellt bei Rebuy. Aktuell, wenn ich jetzt das hier aufnehme, ist es noch nicht da. Aber ich ja, möchte es auf jeden Fall hier im Sachbuchregal stehen haben. Es geht in dem Buch um das Manifestieren, das einfach nochmal neu zu denken, das Grundprinzip des Manifestierens, wie das eben auch mit der Vorstellung im Unterbewusstsein ist. Es gibt sehr leichte Tipps zum direkten Umsetzen, zum Ausarbeiten und auch so ein bisschen, dass man eben einfach startet. So ein bisschen der Satz, den ich immer wieder schön finde, ist simpel, aber nicht einfach, weil das ist tatsächlich eigentlich, so ist es. Es klingt alles total einfach, es ist aber eben einfach nicht. Zudem muss man auch herausfinden, und das arbeitet sie auch sehr schön auf, was man wirklich möchte, um dass man eben zum Beispiel mit einem Nicht oder einem Nein eben nicht arbeiten kann. Also ich wünsche mir nicht Regen, sondern ich wünsche mir Sonne, weil
am Ende das, was ich manifestiere, umso positiver das ist und das ist eben nicht mit einem Nein oder einem Nicht, umso mehr, also wobei Wetter manifestieren ist, es war jetzt nur ein Beispiel, so 30 Grad und Strand vor der Tür, nein. Und ich fand es wirklich großartig. Ich fand es sehr locker, ich fand es sehr leicht, ich fand es nicht so spirituell wie zum Beispiel The Secret. Ich fand die Ansätze toll, ich mochte mal um die Ecke denken, mal auch so ins Innere reinschauen, mal ins Kommen oder ins Machen kommen, so rum, nicht ins Kommen machen, sondern ins Machen kommen. Und ich mochte das wirklich sehr. Ich mochte die Art, wie Claudia Engel das hier rübergebracht hat, wie sie auch einfach nochmal so in einem piekt und man sich genau angesprochen fühlt und sagt, ja genau, daran habe ich gezweifelt und dass man das eben nicht tun sollte und dass man Störenfriede eben auch einfach mal abschaltet, dass man ein bisschen geduldig ist und auch drauf vertraut und dass man eben in diese Fülle kommt und das, muss ich wirklich sagen, hat mir wahnsinnig gut gefallen. Ich möchte gar nicht so viel schwärmen, es war für mich wirklich ein Highlight-Buch und ich werde das ein oder andere auf jeden Fall mitnehmen und umsetzen. Und ihr schaut einfach mal in den Hörgenuss und ja, weil das war wirklich ein besonderes Hörbuch und hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ich freue mich schon, wenn das echte Buch bei mir einzieht und ich immer mal wieder darin blättern kann, was ich ja sehr gerne auch in Sachbüchern mache. Und es gibt, glaube ich, auch, also es gibt noch einen Podcast, es gibt einen YouTube-Kanal und jetzt, glaube ich, mittlerweile auch noch ein Journal für dieses Buch. Und ich glaube auch noch ein zweites Buch, aber das habe ich mir noch nicht näher angeguckt. Aber ja, absolute Empfehlung. Wer sich damit beschäftigen möchte, der findet hier auf jeden Fall einen richtig, richtig guten Ratgeber. Ich habe wieder 4 Bücher beendet und ja, die kommen nun in diesem Clip und zwar Bücher 7 bis 10 müssten es jetzt sein. Ich glaube, ja. Und wir beginnen mit einem E-Book und zwar Last Storm Dancer, die Vorgeschichte von Jay Kristoff. Wir haben in diesem Buch eine Novelle und eine sehr kurze Geschichte mit, ich glaube, insgesamt 160 Seiten. Und ja, dieses Buch spielt im Grunde 100 Jahre vor der Lotuskrieg-Trilogie, die ich ja sehr, sehr, sehr gefeiert habe. Ich fand die wirklich großartig und ich möchte auch zu Beginn schon direkt sagen, man sollte definitiv die Trilogie kennen, damit man so ein bisschen einen Bezug oder mehr Bezug zu dieser Welt hat und Dinge besser versteht. Ich glaube, dass man diese Novelle und diese Kurzgeschichte schon unabhängig lesen könnte, aber es wird sich einem vieles nicht erschließen, weil man die Dinge aus der Zukunft sozusagen noch nicht weiß. Ja, wir haben eine Kurzgeschichte, wollte es doch regnen. Und wir haben hier wirklich eine sehr düstere Stimmung mit so einem Hauch Hoffnungsschimmer, ja, der aber dann doch schnell vergehen musste. Es ist eine sehr intensive Geschichte, die auch wirklich sehr kurz war. Jack Christoph schafft es hier aber wirklich intensiv, die Welt zu zeigen, wie sie war, als es eben mit diesen Umweltverschmutzungen, die dann in der Trilogie eine Rolle spielt, eben angefangen hat. Und ich mochte Mio als Protagonistin wirklich sehr. Sie war sehr besonders. Sie hat mich auf der Kürze der Seiten wirklich mitgenommen. Sie hat mich emotional auch mitgerissen. Das hat Jack Christoph wirklich sehr, sehr gelungen gemacht. Und dann gibt es die Novelle, die auch namensgebend ist, nämlich Last Storm Dancer und auch die spielt eben diese 100 Jahre vor der Trilogie. Und wir haben hier verschiedene Perspektiven, die uns Jay Kristoff zeigt, wie eben die Menschen mit den Folgen der Industrialisierung umgehen. Welche Herausforderungen sie haben, wie sie ganz unterschiedlich die Gegenwart wahrnehmen, welche Ängste oder Hoffnungen sie für die Zukunft haben. Ich fand es sehr bewegend, ich fand es sehr düster. Das ist definitiv was, was Kristoff wirklich par excellence irgendwie kann. Es ist auch an mancher Stelle schon so ein bisschen brutal. Es hat aber schon das Feeling und auch den Stil der Trilogie, wie ich finde. Also wenn man das gerne gelesen hat, diese Steampunk-Geschichte, die ja in diesem asiatischen Umfeld spielt, ja, finde ich, ist man hat hier ein ähnliches düsteres und brutales Gefühl. Also man kann da schon gut das miteinander vergleichen. Es ist mir persönlich einfach zu kurz und ich konnte nicht so große Bindung zu den Charakteren aufbinden, wie ich mir das gewünscht hätte. Das ist in der Kurzgeschichte mit Mio tatsächlich besser gewesen, als es hier mit den unterschiedlichen Charakteren der Fall war. Mir fehlte hier so eine Spur. Ich fand es dennoch natürlich spannend und ich mochte es auch als Ergänzung zur Trilogie. Es sind 2 tolle Geschichten, aber einfach zu kurz.
Das muss ich ehrlich sagen. Ich glaube schon, dass Jay Christoph jemand ist, der in der Länge durchaus punkten kann. Und ja, das ist, glaube ich, so mein Kritikpunkt, weswegen es nicht ganz ein Highlight war, weil ich hätte gerne ein bisschen mehr zu den verschiedenen Protagonisten, Perspektivcharakteren gewusst und wäre da gerne ein bisschen tiefer eingesungen. Aber ich glaube, für alle, die die Trilogie gelesen haben, definitiv eine tolle Ergänzung, diese Vorgeschichte ein bisschen zu erfahren, hier wieder mit einzutauchen. Und mir hat das schon Spaß gemacht. Also ich habe das auch so in einem Schwupp, glaube ich, irgendwie weggelesen. Mir hat das richtig, richtig gut gefallen. Dann kommen wir zu Galant von V.I. Schwab. Hatte ich mir ursprünglich als englisches E-Book geholt, dann als deutsches E-Book, weil es, glaube ich, nur 4,99 € gekostet hat. Und dann gab es bei der Bücherbüchse eine Special-Ausgabe und ja, ich glaube, langsam glaubt mir das keiner mehr, aber eigentlich habe ich es ja nicht so mit buntem Buchschnitt. Für mich ist das nie ein Kaufanreiz, sondern eher, wenn ich die Vermutung habe, dass ein Buch mich umhauen kann, dann freue ich mich über dieses Special. Und bei der Bücherbüchse ist es ja auch so, dass das Buch am Ende das gleiche kostet, wie wenn ich das normale haptische Buch kaufe. Und dementsprechend habe ich bei der Bücherbüchse zugeschlagen, denn es ist ein wunderschöner Farbverlaufsbuchschnitt. Und auf den muss man einfach kurz eingehen, dass mit diesen Blumen, großen Ranken von Rot zu Schwarz oder von Schwarz zu Rot, je nachdem, wie man das sieht. Wunderschön. Also ich war da wirklich sehr, sehr angetan und hatte natürlich jetzt dementsprechend die Hoffnung, dass ich ihr ein Highlight in Händen halte. Und was soll ich sagen? Ja, es war anders als erwartet, aber es hat mich wahnsinnig mitgenommen. Es hat mich eingesogen in die Geschichte und wurde ein Highlight. Wir treffen in einem Weißen Haus die stumme 16-jährige Olivia Prior, der nur das Tagebuch ihrer Mutter bleibt, in dem aber alles ein bisschen verwirrend ist, sie nicht alles nachvollziehen kann und sie erinnert sich nicht an ihren Vater und er hofft eigentlich immer so irgendwie zwischen den Zeilen auch etwas über ihn zu erfahren, aber ja, sie kann im Grunde hier immer nur den Texten der Mutter folgen und eben auch den Zeichnungen, die ihr irgendwas über ihre Herkunft sagen. Sie kann Geister sehen in einer besonderen Art. Sie beobachtet sie aber eher, wie sie noch die lebendigen Menschen waren. Und für sie sind das auch eher Ghule als Geister. Also ja, so ganz greifen, was es ist, konnte man nicht, aber das fand ich auch gar nicht schlimm, weil natürlich sind es eben tote Menschen und es sind für uns Geister und wenn sie als junges Kind dem, also wie sie jung war und das gemerkt hat, ja, eben anderen Namen gibt, fand ich das auch vollkommen fein. Und ja, sie kann diese eben beobachten, die hat überhaupt keine Angst, ganz im Gegenteil, sie fühlt sich dadurch nicht alleine in diesem Weißen Haus, sie fühlt sich da auch irgendwie so ein bisschen angekommen und so ein bisschen eher dahin in diese Richtung gehend als eben mit den anderen Kindern in diesem Kinderheim. Und so ist sie mit ihren alltäglichen Sorgen auch nicht alleine. Doch dann wird sie aus dem Heim entlassen, recht überraschend, denn es taucht ein Brief auf eines scheinbaren Onkels und der lädt sie eben auf den Familiensitz Galant ein. Und ja, es wäre alles so schön, wäre denn da nicht die Warnung ihrer Mutter, was diesen Ort angeht, im Tagebuch. Und ja, sie macht sich dann auf den Weg. Es war eine sehr düstere, atmosphärische Geschichte, die mich wirklich sehr mitgerissen hat. Wir haben hier eine wunderbare Protagonistin, die besonders ist, die anders ist. Wir haben einen spannenden Ort, sowohl das Kinderheim als dann auch den Familiensitz Galant, fand ich richtig toll gemacht. Es war wahnsinnig bildhaft, es war packend erzählt, es war richtig, richtig toll und für mich wirklich ein Highlight. Es war nichts zu langweilig, es war nichts zu kurz und wirklich hat mir unheimlich gut gefallen. Es ist ein schon etwas langsamerer Stil, wie man ihn aber durchaus von V.I. Schwab kennt. Also auch Eddie LaRue war ein bisschen langsamer. Wishes ja eher nicht, das ging ein bisschen schneller. Das war ja eher so Superhelden-Comic-mäßig. Aber so ein bisschen in diese Eddie LaRue-Stil, der so ein bisschen ausholend ist, sind wir definitiv auch drin. Man braucht so vielleicht 25, 30 Seiten, bis man drin ist. Und dann ist man aber auch eingetaucht, weil wirklich die erste Hälfte der Geschichte befasst sich mit der Welt rund um Olivia. Dieses Worldbuilding macht Eddie LaRue wirklich wunderbar, macht sie wirklich großartig. Es passiert auch gar nicht so viel, aber wir lernen eben alles kennen. Wir sind dabei, wir dürfen Emotionen mitspüren, wir dürfen eine Bindung aufbauen und dann in der zweiten Hälfte wird es viel packender, auch spannender.
Und das hat mir sehr gut gefallen. Also gerade so dieser Switch, wo man merkt, okay, jetzt passieren wundersame Dinge, es gibt neue Charaktere, es gibt Wendungen, die ich überhaupt nicht irgendwie erahnt hatte. Und zudem haben wir wirklich eine wahnsinnig sympathische Protagonistin. Ich mochte Olivia super gern. Ich habe sie direkt ins Herz geschlossen. Dieses stumme, junge Mädchen, das uns im Grunde über ihre Gedanken und so Dinge erzählt. Und sie wirkt oftmals sehr rational, aber natürlich noch so ein Hauch kindlich, weil natürlich noch nicht so viel in ihrem Leben ihr Erfahrung gegeben hat. Und ich fand, das passte einfach. Das war so authentisch, so echt. Und gerade auch durch das fehlende Sprechen kann man durch ihre Gedanken ja auch noch viel näher kommen, viel mehr mitgehen. Einfach diese Bindung fand ich richtig toll aufgebaut. Ich mochte auch diese Idee, dass sie eben auf einer Schiefertafel dann eben auch kommunizieren kann, dass sie auch die Gebärdensprache, Zeichensprache kann, fand ich richtig toll. Das hat mich wirklich abgeholt und mitgerissen. Ich mochte auch die atmosphärische Stimmung, die düster war, die bildhaft war, die so ein bisschen was von dem Gruselklassiker von früher hatte. Das mochte ich wahnsinnig gerne. Und wir haben hier natürlich so einen gewissen Übergang von Fantasy, oder ja, eigentlich sind wir ja erst so in diesem Kinderheim, was sich noch so ein bisschen realer anfühlt, trotz der Ghule. Und dann kommen wir so in diese Fantasy, ein bisschen Grusel, ein bisschen Horror. Und das hat wirklich wahnsinnig Spaß gemacht. Es ist, ach, dieser Pfad auch so zwischen Fantasy, Grusel und so, das ist sehr schmal und es passiert auch so viel erzählerisch zwischen den Zeilen und Gedanken. Ich fand das wirklich ganz, ganz toll. Die Handlung, und das habe ich jetzt schon 2-3 Mal so als Kritik gehört, ist bestimmt ein bisschen flach. Da hätte man durchaus ein bisschen mehr rausholen können. Aber ich mochte diese Welt. Ich mochte Olivia, ich mochte die Nebencharaktere, ich mochte die Geschichte, ich mochte alles, was hinter der Mauer passiert. Und ich fand das einfach toll. Also trotz, dass jetzt hier nicht wahnsinnig viel passiert, passiert doch irgendwie so viel. Und ich mochte das wahnsinnig gerne. Es ist natürlich schon anders als zum Beispiel eine Eddie LaRue. Aber man merkt hier, dass sie eben besonderen Frauen, Mädchen eine Stimme gibt und das sehr besonders macht. Und ich mochte das. Ich mag das. Ich habe nach wie vor Szenen von Eddie LaRue im Kopf. Und auch wenn hier Olivia ganz anders ist, ihr ganz andere Dinge passieren, aber man merkt so die Besonderheit dieser weiblichen Charaktere, macht alles super Spaß. Das Ende klärt nicht alles auf. Ich glaube, dass auch das so in 2-3 Rezensionen so ein bisschen Kritikpunkt war. Aber ich muss ehrlich sagen, ich bleibe mit meinen Gedanken auch einfach mal gerne zurück. Man muss mir nicht alles erklären. Das Lied von Eis und Feuer hätte ich bitte gerne noch ein paar mehr Erklärungen gehabt. Also bei Game of Thrones in der Serie. Aber ich fand das hier schön, wie es so halb offen blieb und man einfach so ein bisschen, ich weiß auch nicht, eine Geschichte endet ja nicht, ne? Auch wenn wir auf Reisen gehen, unsere Geschichte endet ja nicht mit der Heimreise, sondern unser Leben geht ja weiter. Und das mochte ich hier tatsächlich sehr gerne. Also es gefällt mir wahnsinnig gut, ist für mich wirklich auch wieder ein Highlight-Buch von V.I. Schwab. Und es, ja, ich bin so happy, dass ich dieses Special-Buchschnitt-Ding jetzt in mein Regal stellen kann. Und ich hatte wirklich großen, großen, großen Spaß damit. Auch das nächste Buch, ja, absolutes Highlight. Nicht nur die wunderschöne Aufmachung, die gefühlt perfekt in meine Wohnung passt. Das ist die Wandfarbe meiner Küche. Das ist die Wandfarbe von meinem Wohnzimmer auf der anderen Seite. Ja, großer Panda und kleiner Drache. Die Reise von James Norbury ist der 2. Teil des Autoren in Richtung eben großer Panda und kleiner Drache. Ich mochte schon das erste Buch richtig gerne, das ja auch so ein bisschen in diese Richtung der Junge, der Maulwurf, der Fuchs und das Pferd gegangen ist. Und das habe ich schon sehr geliebt. Und wir kennen die beiden Charaktere nun eben natürlich aus dem ersten Band, wo sie so ein bisschen auf, eigentlich auch so ein bisschen unterwegs waren. Und hier geht die Geschichte, ich sage jetzt mal, lose weiter. Ich glaube, es ist ganz gut, wenn man den ersten Teil kennt. Ich glaube, man kommt aber auch hier ganz gut rein, dass die beiden eben etwas gefunden haben, wo sie erstmal ihr Zuhause nennen. Und dann wollen sie aber ihre Heimat verlassen, weil sich der kleine Drache so ein bisschen hoffnungslos fühlt, deprimiert fühlt, gelangweilt fühlt. Er ist sehr unglücklich. Und dann sagt eben der große Panda so, wir machen uns jetzt auf, wir machen einen Ausflug, wir wollen zum anderen Ufer des Flusses und eben einfach mal sehen, was passiert, würde denn da dann nicht ein Unwetter hereinbrechen?
Ich bin ein großer Fan geworden dieser Art Bücher. Also die wirklich, ich sage jetzt mal, wenig Story, dafür wunderschöne Bilder bereithalten. Viele Weisheiten auch einfach haben. Wir haben hier so ein bisschen buddhistische, ja, asiatische Weisheiten, was ich richtig, richtig schön finde. Wir haben eine tolle Geschichte über Freundschaft. Und natürlich auch so ein bisschen die Kraft des Wandels. Ich liebe das. Ich liebe diese beiden Charaktere, die super niedlich sind. Ich mochte diese Roadtrip, also dieses, wir machen uns auf und machen eine Reise. Das habe ich richtig toll gefunden. Es war auch angenehm spannend zu lesen. Und ich liebe die Grafikart von James Norbury. Ich liebe das. Ich liebe auch diese Abwechslung, dieses Farbspiel, dass wir sowohl mal Stimmungen haben, wo es eher, ich sag mal, schwarz-weiß ist. Aber wir natürlich auch Stimmungen haben, wo es einfach ein bisschen farbiger wurde. Also es wurde hier zum Beispiel mal ein bisschen kühler. Dann haben wir ein buntes Blatt. Und ich glaube, es stand irgendwo im Buch mit drin am Ende. Der Autor hat auch wirklich die Bewegungen der Charaktere von ihrer Stimmung beeinflussen lassen. Denn alles Positive geht von links nach rechts. Und wenn etwas Negatives ist, gehen die Charaktere von rechts nach links. Und das stand, glaube ich, so im Nachwort drin. Das fand ich super spannend. Dann habe ich natürlich direkt nochmal drin rumgeblättert und dachte, stimmt, wäre mir gar nicht aufgefallen. Es macht aber was tatsächlich mit einem. Und das fand ich so großartig. Es hat viele Weisheiten enthalten. Ich habe auch einige Marker gemacht. Zum Beispiel sagt großer Panda hier, alles, was du brauchst, ist bereits in dir. Hat er absolut recht. Stille kannst du überall erleben. In diesem Frieden findest du wieder zu dir. Kann ich auch nur absolut nicken. Und jetzt hier geht es um Angst. Angst zu haben ist ganz natürlich, aber manchmal müssen wir trotzdem weitermachen. Angst bewahrt dich nicht davor zu sterben, aber sie kann dich davon abhalten zu leben. Das ist so schön. Also das ist wirklich was, was mich total anrührt und was wirklich so auch einen Nerv in mir trifft. Und hier geht es um Teegeschirr. Weißt du, sagte kleiner Drache, ich glaube, das ist das beste Teegeschirr, das ich je hatte. Wieso denn das? Fragt großer Panda. Weil es das ist, das ich jetzt habe. Und das war so schön. Also dieses Teegeschirr spielt hier sowieso eine Rolle. Und ich fand das richtig schön. Und hier geht es um einen Becher, der kaputt ist. Ich komme mir ein klein bisschen vor wie dieser Becher, sagt kleiner Drache. Ich hatte eine schwere Zeit und fühle mich ein wenig beschädigt. Aber durch diese feinen Risse erhielt dem Becher ins Mondlicht, gelangt Helligkeit ins Innere. Und wenn man das so betrachtet, dann ist das so schön, dass eben diese kleinen Risse, die wir alle ja irgendwie durch Erfahrungen haben, dass sie Licht in uns bringen. Und ich fand das sehr schön. Also, ich glaube, man muss sowas definitiv schon mögen, aber ich habe das sehr geliebt. Ich habe das ja richtig genossen zu lesen und es sind wirklich Bücher, in die ich definitiv regelmäßig da reingreife, mir das anschaue, mir Sätze nochmal anschaue, mir Bilder angucke und auch wenn man sich hier wirklich das mit dem Sonnenaufgang so anschaut, wunderschön. Absolute Empfehlung natürlich auch, besonders wenn man irgendwie mal ein Geschenkebuch sucht und sagt, ja, was schenkt man jemandem, wo man vielleicht nicht weiß, was könnte ihm gefallen oder er hat schon alle Bücher oder er hat keine Bücher auf der Wunschliste und man will einfach so ein bisschen was mitbringen. Ich glaube, da ist dieses Buch wirklich perfekt. Und dann kommen wir zum 10. Buch in diesem Monat, was ich eigentlich gehört habe, aber ich habe es bei Lovely Books gewonnen gehabt und möchte euch jetzt auch einfach dieses Buch zeigen. Es ist Die kleine Wucht in Kroatien von Julie Kaplan. Das ist der 8. Band der Romantic Escapes Reihe, die ich ja sehr liebe. Ich habe dazu auch schon mal einen Hörgenuss abgedreht, den werde ich euch unten auch einfach mal verlinken. Da waren, glaube ich, 6 oder 7 Bücher draußen. Ich glaube, 6 Bücher, aber schaut da gerne mal rein. Ich habe das Hörbuch bei BookBeat entdeckt und es gibt es dort auch nur exklusiv. Ähnlich wie es ja bei Audible auch exklusive Hörbücher gibt, hat das jetzt auch BookBeat. Und ich hatte hier einen günstigen Monat, ich glaube für 1 Euro. Und da habe ich dann einfach zugeschlagen. Ich fand es ein bisschen schade, dass man bei einem 8. Band irgendwie anfängt und sagt, das ist jetzt exklusiv bei BookBeat, weil alle anderen Bände konnte ich auch so hören. Aber man kann da auch einfach mal einen Monat sagen, ich gönne mir diese 25 Stunden und dann war das für mich auch fein. Gesprochen wird das Hörbuch von Svenja Pages, fand ich okay, ist mir jetzt nicht negativ irgendwie aufgefallen, hat die Geschichte gut erzählt. Es ist ursprünglich, ich glaube, der 4. oder 5. Band und ich hatte damals auch beim Verlag nachgefragt, warum dieser Band ausgelassen wurde. Da wurde irgendwie gesagt, dass es nicht ganz so dazu passt.
Dazu möchte ich später auf jeden Fall was erzählen, weil ich es tatsächlich nach dem Lesen ein bisschen nachvollziehen kann, warum es so gefühlt nicht ganz in diese Reihe passte. Es wird noch einen weiteren Band geben im Oktober. Da ist ein Schloss in Schottland. Da geht es aber auch direkt im englischen Titel, hat das tatsächlich schon was Weihnachtliches. Im Deutschen hat man zumindest den Hinweis auf die Vorweihnachtszeit, deswegen passt der Oktober auch ganz gut. Das heißt, wir reisen das nächste Mal nach Schottland und da bin ich auch sehr, sehr neugierig. In Kroatien, in dieser Geschichte, lernen wir aber zuerst Nick und auch seine Familie kennen, die auf einem Bauernhof, einer Farm leben. Dort werden aktuell Fotoshootings gemacht, denn man muss irgendwie ein bisschen zu Geld kommen und dementsprechend verleiht man diese Location sozusagen jetzt als Fotolokation. Location. Und er trifft dort auf das Model Tara, er verliebt sich und ja, nimmt auch durchaus die Schattenseiten dieses Business in Kauf und findet einfach die Frau unglaublich gut aussehen, sympathisch und ja, so widmet er sich dann sozusagen ein bisschen ihrem Jet-Set-Leben und ja, er ist dann eben auch mit ihr und Freunden auf Urlaub, findet sich dann eben auf einer Yacht wieder und dort treffen wir dann eben auf Maddie, die einen Job als Hilfskraft auf dieser Yacht angenommen hat, denn sie braucht unbedingt Geld und ja, das hat jetzt auch ganz gut gepasst. Sie braucht aber nicht nur das Geld, sondern auch einen Tapetenwechsel, wie es ja sehr oft in diesen Romantic Escapes Reihen der Fall ist. Und so begleiten wir diese beiden eben als Gast und Hilfskraft mit den anderen Gästen und auch dem Kapitän jetzt eben auf ihre Reise, auf dieser Bootstour ja, in den Buchten von Kroatien. Und ja, das ist im Grunde schon so ein bisschen der Kritikpunkt, dass uns zwar diese Geschichte in schöne Kroatien führt, wo ich auch gut schon 5-mal war und es auch immer in schöner Erinnerung habe, aber das Problem ist tatsächlich, dass wir viel auf dieser Yacht sind. Also wir sehen leider nicht sehr viel von Kroatien, was ja sonst eine große Stärke dieser Reihe ist, dass wir sowohl Land wie Leute wie Kulinarisches kennenlernen. Hier haben wir sehr wenige Orts- und Essensbeschreibungen und ja, das fand ich tatsächlich sehr schade, denn Kroatien hätte für meine Begrifflichkeit sowohl kulinarisch als auch von den Örtlichkeiten viel zu bieten gehabt. Und ja, für mich kam tatsächlich auch sehr wenig Fernweh auf. Also ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass jetzt Kroatien vielleicht tatsächlich auch ein Land ist oder eine Region, die hier beschrieben wird, die ich einfach kenne. Aber ja, für mich hat das hier nicht so nach Urlaub gerufen, wie es bei den anderen Büchern zum Teil einfach der Fall war. Die Charaktere blieben für meinen Geschmack auch ein bisschen blass. Ich glaube, das Problem lag auch einfach daran, dass die Geschichte mit Nick beginnt, also mit dem männlichen Charakter und wir eben nicht die Geschichte von Maddie erleben, was dazu geführt hat, dass sie eine Flucht bedarf, also nicht umsonst Romantic Escapes. Und das finde ich tatsächlich ist auch einer dieser Unterschiede zu den anderen 7 Büchern der Geschichte. Ja, das fand ich tatsächlich schade, dass wir so Nick erstmal im Vordergrund kennengelernt haben, weil einem so ein bisschen diese Flucht dann von dem weiblichen Charakter fehlte. Aber gut, die Nebencharaktere waren schon gerade mit diesem ganzen Model- und Chat-Set-Leben sehr klischeehaft. Das muss man, glaube ich, mögen. Aber ja, es hat mich jetzt nicht immens gestört. Aber es gab schon so den einen oder anderen Moment, wo ich dachte, ach, jetzt auch noch diese Klischeekeule, ne? Ja, es hat definitiv andere Schwerpunkte als die anderen Geschichten. Und von daher kann ich tatsächlich den Verlag verstehen, dass man wahrscheinlich erst eine sehr etablierte Geschichte oder Reihe haben wollte, bevor man hier mit dem 4., 5. Band ja tatsächlich so eine ganz andere Kerbe haut. Zum einen nimmt hier wirklich der männliche Part einen großen Teil der Geschichte ein. Zum anderen ist man einfach weniger an diesem Ort unterwegs. Das heißt, wir erleben nicht viel von Kroatien. Wir sind viel in diesen Buchten, was ich okay finde. Aber das hat natürlich nichts damit zu tun, dass wir Kroatien kennenlernen und eben auch das Kulinarische. Sonst waren wir wirklich leckerst unterwegs in den jeweiligen Ländern. Auch das fehlte mir ein bisschen. Dann hatten wir ein Thema. Ja, da geht es so, ja, jetzt sind wir natürlich bei einem Model und da möchten wir auch noch eine Klischee-Sache aufmachen, was so Magersucht, Bulimie angeht. Und das hat irgendwie schon recht viel Platz eingenommen, ohne dass es eigentlich tiefgründig erzählt wurde, wenn ihr versteht, wie ich das meine. Also man hat relativ schnell gespürt, wo geht das bei dieser Modelfreundin hin? Und das wurde dann alles so hingenommen und wurde überhaupt nicht tiefgründig dann irgendwie besprochen, wo ich dachte, was nimmt man jetzt so ein ernstes Thema und ja, arbeitet es irgendwie nicht aus. Es machte die Geschichte auch einfach ein bisschen schwerer und nicht so leicht. Und das fand ich tatsächlich sehr schade.
Liebesgeschichte so ein bisschen zwischen Nick und auch Maggie fand ich einfach ein bisschen schwierig, weil Nick natürlich in einer Beziehung war und ich mag sowas einfach nicht. Also wenn ich einem Typen beim Betrügen irgendwie oder er hat sie nicht betrogen, also das Model, aber also seine Freundin, sondern natürlich so diese Anfänge und natürlich gibt es sowas und ich will das auch gar nicht abstreiten und ich finde es gut, dass man hier so in den Anfängen auch sieht, dass er durchaus sich Gedanken darüber macht und keinen Schritt weitergeht, aber ich weiß auch nicht. Es war eine okaye Geschichte, die mir schon durch so dieses Yachtleben und viel Wasser und die Sonne schon Spaß gemacht hat und ich auch Maddie einfach sehr mochte als Charakter, aber mir einfach schon so ein bisschen diese Kulinarik und Kroatien so ein bisschen gefehlt hat und der Fokus auf Nick und ja, das war nicht ganz so mein Fall. Also ich verstehe tatsächlich, dass der Verlag da vielleicht so kurz gezweifelt hat, das zu übersetzen, weil es schon anders ist als die anderen Bände und ich bin froh, dass die Autorin danach sozusagen wieder dahin gefunden hat, wo ich die ersten Geschichten einfach so schön fand. Weil gerade, ich glaube, die erste Geschichte war ja genau das Café in Kopenhagen und auch die Bäckerei in Brooklyn, die habe ich ja sehr geliebt. Und dann kam im Deutschen die Patisserie in Paris. Die habe ich abgebrochen. Und vielleicht ist das dann tatsächlich der vierte Band. Das könnte ich mir vorstellen. Und dann waren wir in Island, in Tokio, in der Schweiz und in Irland. Das habe ich alles sehr gefeiert. Ich habe das Buch, auch wenn es jetzt nicht die Highlight-Geschichte aus der Reihe ist, jetzt stellvertretend im Regal stehen. Ich finde einfach das Cover auch großartig. Ich finde, das ist, wobei mir eigentlich so ziemlich alle Cover sehr, sehr gut gefallen. Also ich muss sagen, da gibt es kein Cover, was irgendwie nicht gelungen ist. Aber das Gelb passt natürlich perfekt in mein Wohnzimmer und an die Highlight-Wand. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall auch auf das Schottland-Buch jetzt im Oktober und werde der Reihe auf jeden Fall auch treu bleiben. Hoffe aber, dass dieser Ausrutscher, der so nur eine okay Geschichte war, ja, dass das am Ende, dass das wieder ein bisschen Fahrt aufnimmt und beim nächsten Mal ein bisschen besser wird. Und ja, haben wir schon 10 Bücher im April. Da gucken wir doch mal, was noch ein bisschen folgen wird. Und jetzt kommen wir zu den letzten 4 Büchern und zwar mit Buch Nummer 11, Nomaden der Ozeane von Frauke Bagusche. Ein Buch, was ich vom Verlag zur Verfügung gestellt bekommen habe, wo auch ein bisschen noch ein Brief dabei war. Ich glaube auch so eine kleine Seife und auch ein schönes Lesezeichen, was natürlich jetzt schon im nächsten Buch ist. Ja, da bin ich manchmal auf Zack. Dann lege ich das nämlich irgendwo hin, das Lesezeichen, und dann brauche ich es ganz dringend fürs nächste Buch. Ich bin ein großer Unterwasser-Weltmensch-Fan. Ich schnorchle, ich tauche und ich habe da wirklich großen, großen Spaß daran, in diese Welt einzutauchen. Ich wollte eigentlich schon immer eine Meerjungfrau sein und einfach unter Wasser bleiben, weil tatsächlich so das erste Erlebnis mit dem Tauchen, ich habe mich noch nie so wohl irgendwo gefühlt und es mag total abstrus klingen für Leute, die vielleicht noch nie getaucht haben, aber es war alles so leicht, es war alles so still und es war ganz viel ich und atmen und der Moment und natürlich die Umgebung und man ist da so aufmerksam und konzentriert und gleichzeitig ist es sehr meditativ, aber ich schweife ab. Ich habe mich sehr gefreut über dieses Buch und ich habe auch noch ein zweites in diesem Monat zum Thema Schildkröten bekommen und freue mich da immer, wenn ich unter Wasser abtauchen darf. Ja, wir begleiten in diesem Buch Schildkröten von ihrem Geburtsstrand an in ihr Leben und was sie im Grunde auch wieder dazu führt, an den Geburtsstrand irgendwann zurückzukehren. Wir begleiten sie nicht nur so durch die Jahre, durch diesen Lebenszyklus, sondern eben auch tatsächlich durch die verschiedenen Jahreszeiten, durch ja, wann sie im Grunde auf Paarung unterwegs sind, wann sie ihre Eier ablegen, wann dann eben die Kleinen schlüpfen und ja, in diesen verschiedenen Zyklen. Es gibt verschiedenste Gattungen, ich glaube 7 an der Zahl, und ich glaube, die 7 werden uns auch sehr detailliert erklärt. Wir haben auch verschiedenste Fotos mit enthalten, was ich super schön fand. Das bekommt man gefühlt wirklich nur mit einer hochwertigen Kamera hin. Also ich mit meiner kleinen Unterwasserkamera habe nie so gestochen scharfe Bilder hinbekommen. Aber ja, das ist auch gar nicht mein Ziel sozusagen. Und ja, wir erfahren von den verschiedenen Gattungen, es waren 7 unterschiedliche, was sie so ausmacht, wie sie sich unterscheiden, was ihre ja, großer Vorteil am Körper und so weiter ist. Erfahren aber dann natürlich auch diese großen Gefahren, diese wunderschönen Tiere auch ausgesetzt sind. Natürlich nicht nur, was die Umwelt angeht, was die Meere angeht, sondern natürlich auch,
ja, welche Feinde sie im Meer haben und was da die großen Gefahren eben sind. Und ja, sie, Frauke Bagusche, informiert uns eben auch so ein bisschen, dass sie vom Aussterben bedroht sind, was man dafür tun kann, dass sie es nicht tun, beziehungsweise dagegen tun, also gegen das Aussterben. Und dass es eben sehr viele Menschen und Organisationen gibt, die diese Tiere schützen, die dafür kämpfen. Und auch darüber erzählt uns die Autorin einiges. Das Buch ist wirklich sehr informativ. Es ist ein tolles Sachbuch rund um das Leben von Schildkröten, einfach um ja diese Lebensart besser zu verstehen, das Leben von ihnen zu verstehen, was das der Ozean für eine große Rolle spielt, überhaupt auch in unserem ganzen Ökosystem ist das Meer ja ein ganz wichtiger Faktor. Ich fand es toll, dass wir wirklich sehr detailliert über diese 7 Arten etwas erfahren haben, wie sie leben, was sie bedroht, was man machen kann, und ich mochte auch tatsächlich diesen etwas leichteren Stil, zu dem die Autorin gegriffen hat. Ich fand es sehr lehrreich, ich fand es informativ. Es war nie belehrend, sondern auch nicht von oben herab, sondern schon sehr sachlich, aber gut auch Emotionen eingepackt, um eben so natürlich auch komplexe Sachverhalte und Zusammenhänge zu erklären und eben ohne, dass man sich irgendwie ein schlechtes Gewissen macht, weil ich glaube, als jeder Einzelne kann man zwar schon viel tun, aber es ist natürlich auch viel in der Vergangenheit passiert und wir können eigentlich nur versuchen, die Zukunft besser zu machen. Es gibt ein wunderbares Lied von den Ärzten, die irgendwie so sagen, es ist nicht deine Schuld, dass alles so ist, wie es ist, aber es wäre eben deine Schuld, wenn es so schlecht irgendwie bleibt. Also jetzt nicht komplett, na, aber so in die Richtung. Und ich glaube, dass da ganz, ganz viel dran ist. Und ich fand es eben auch schön, dass man, glaube ich, auch mit wenig Vorkenntnissen über das Meer, über Schildkröten, hier definitiv eine gute Einsteigerlektüre hat. Natürlich war mir das ein oder andere schon bekannt und ich habe auch selbst schon einige Male Schildkröten beim Schnorcheln und Tauchen, selbst einfach mal so beim Baden am Strand gesehen und habe mich auch schon für die ein oder andere Schildkröte durchaus eingesetzt und ich fand es wirklich sehr spannend dargestellt. Ich mochte auch die Bilder, die uns diese wunderschönen Tiere zeigen und dass wir so ein bisschen bildhaft auf Reisen genommen wurden und ich mochte das Buch sehr gerne. Was mir ein bisschen gefehlt hat, war definitiv so ein bisschen der Alltag der Schildkröten, also von Beginn an, wie sie vielleicht auch schlafen oder ähnliche Dinge. Das fand ich tatsächlich ein bisschen wenig und ja, das hätte mich tatsächlich auch noch sehr interessiert, aber vielleicht ist das schon eine Spur zu tief und eine Spur zu nerdig. Und was ich einfach überhaupt nicht nachvollziehen konnte und was für mich nicht unbedingt dem Buch einen Abzug gibt, aber definitiv für die Autorin, die ja Meeresbiologin ist oder zumindest, ja, Biologin, Meeresbiologin, dass sie hier eine Empfehlung abgibt für das Stralsunder Großaquarium. Da fehlte mir tatsächlich so ein bisschen die Spucke, mir fehlten die Worte, wo ich wirklich so dachte, kann man denn wirklich in der heutigen Zeit, wo man so aufgeklärt ist, noch ein Großaquarium empfehlen? Also Tiere in Gefangenschaft, egal ob es Zoos sind, ob es Aquarien sind. Also ich habe da wirklich zweimal gelesen, ob sie jetzt wirklich eine Empfehlung ausspricht, weil spätestens seit Robert Mark Lehmann wissen wir ja, wie mit Tieren umgegangen wird, auch in dieser ganzen Aquaristik-Szene. Und dass das nicht, also dass so Tiere ja auch nicht freiwillig in so einem Wasserbottich springen. Also, das kann ich persönlich einfach überhaupt nicht gutheißen und ich kann das auch nicht verstehen und das ist wirklich mein großer, großer Kritikpunkt hier an dieser persönlichen Empfehlung einer Meeresbiologin, die der Meinung ist, dass das in Ordnung ist, Tiere einzusperren. Da bin ich einfach raus. Das hat so ein bisschen die vorhergehende informative Lektüre ein bisschen getrübt. Und ich möchte das auch gar nicht so hart in die Wertung reingeben, aber ich möchte einfach sagen, ich empfehle dieses Buch als Einsteigerbuch, aber möchte ganz konkret sagen, dass dieser Empfehlung am Ende, dass man in ein Aquarium geht und dass das was für den Tierschutz tut, da bin ich absolut dagegen, da bin ich raus, da widerspreche ich. Und es gibt genügend Studien, die das auch belegen. Und ja, da sollte man sich dann einfach mal bei Robert Mark Lehmann informieren und... Aber sonst wirklich als Einsteiger, der vielleicht wirklich hier auch diese Zusammenhänge verstehen möchte, was das Meer mit den Schildkröten, mit den Menschen und so weiter zu tun hat, ist das wirklich ein gutes Buch. Aber diesen Punkt würde ich gern irgendwie ausklammern und sagen, da stehe ich überhaupt nicht dazu, da stehe ich nicht dahinter und ich kann es auch einfach nicht verstehen.
Dann habe ich ein Buch noch bei BookBeat gehört. Ich hatte da noch gut diese Zeit, die eben das Hörbuch hatte. Ich glaube, es waren, mal kurz gucken, ja, fast 4 Stunden. Und die hatte ich auch tatsächlich noch grob bei BookBeat. Und ja, ich habe dann die Tage in der Buchhandlung Morisaki gehört von Satoshi Yagisawa. Ich hatte das Buch auf der Wunschliste, hatte es eigentlich für den April gar nicht auf den Schirm, hatte es dann einfach auf der Wunschliste und dachte, ah, stundentechnisch kriegst du das gerade noch in deinem Abo unter. Und dann habe ich zu hören begonnen. Wir haben hier einen japanischen Autor, der in Tokio auch studiert hat und mit diesem Buch auch sein Debütbuch geschrieben hat. Wir treffen auf die 25-jährige Takako, die in Tokio lebt und die eine tolle Wohnung hat, einen tollen Job hat und auch einen festen Freund hat. Doch eines Abends erzählt ihr dann ihr Freund, ja, dass er heiraten wird, allerdings nicht sie, sondern eine andere Frau, mit der er wohl auch schon länger eine Beziehung in irgendeiner Art und Weise führt. Takako fängt erst an, sich zu verkriechen. Sie kündigt ihren Job. Sie hat da überhaupt keine Lust mehr drauf und wird dann von ihrer Familie mehr oder weniger zu ihrem Onkel geschickt, der ein Antiquariat führt und sie soll ihn da unterstützen. Sie soll dort mitarbeiten und wir finden uns dann eben mit Takako im berühmten Bücherviertel Tokios wieder und in Jimbocho. Ich habe mir das mal aufgeschrieben. Ich hoffe, man spricht es so aus. Ich kann mich leider nicht mehr ans Wording im Hörbuch erinnern. Und ja, sie hilft jetzt eben in dieser Buchhandlung aus und wir lernen eben in dieser Mitte, ja sozusagen mitten in Tokio, viele Bücher kennen, viele japanische Autoren und dann irgendwann kommt eben auch noch die Tante mit dazu und als die so, ja, nach dem ersten Drittel auftaucht, nimmt die Geschichte nochmal eine Wendung, die tatsächlich in eine ganz andere Richtung geht, als ich anfangs dachte. Es ist ein sehr ruhiger Erzählstil, fast ein bisschen typisch für japanische Literatur. Wir haben hier auch eher eine Episodengeschichte als wirklich so eine zusammenhängende Romangeschichte. Es gibt auch ein wenig Spannung, also es ist eine sehr langsam erzählte Geschichte, die auch sehr sachlich bleibt, nicht sehr emotional wird, aber das ist genau das, was ich gerne in der japanischen Literatur auch lese. Mir gefiel definitiv der erste Teil besser. Als dann der Teil so mit der Tante dazugekommen ist, das nahm dann so eine Dynamik auf, die ich nicht so ganz mochte. Was mir ein bisschen gefehlt hat, war, dass die Charaktere doch sehr oberflächlich dargestellt wurden. Das kenne ich so ein bisschen anders aus der asiatischen, japanischen Literatur. Auch waren deren Handlungen nicht immer so ganz nachvollziehbar. Und es wirkte, ja, manchmal tatsächlich so gestellt. Also wie wenn einfach etwas künstlich herbeigeführt wird, was sich gar nicht so eingefügt hat in die Geschichte, in die Charaktere. Und ja, es wurde wirklich wenig ausgeholt, wenig bildhaft erzählt. Es war schon fast zu sachlich. Das mag ich zwar ganz gerne, aber es war mir hier einfach zu wenig Emotion, zu viel Sachlichkeit, wenn man das so sagen kann. Es gibt sehr viele Buchtipps von ja, fast nur japanischen Autoren, mit denen ich vielleicht zu 90% gar nichts anfangen konnte, weil mir diese Namen natürlich nichts sagen. Dafür kann das Buch nichts, dafür kann der Autor nichts, aber vielleicht hätte ich mir irgendwie, vielleicht ist das auch im echten Buch irgendwie drin, dass man da irgendwie nochmal so hinten ein Register erfährt von den Büchern, die empfohlen werden. So beim Hören war das so ein bisschen hier rein, hier raus, war ein bisschen schwierig zu greifen. Also es liegt natürlich an mir, dass ich nicht so viele japanische Autoren kenne, als wenn ich natürlich Japanerin wahrscheinlich wäre. Aber ja, der philosophische Ansatz, der in dieser Geschichte so mit drinnen ist und verwoben wurde, der hat mir aber richtig gut gefallen und er wurde auch wunderbar in diese Geschichte so hineingebracht. Das hat mir echt Spaß gemacht, deswegen bin ich auch in dieser Geschichte dran geblieben, auch wie sich diese Geschichtsdynamik so auf die Tante verlagert hat. Aber alles in allem wirklich eine wunderbare Geschichte, die mir schon viel Spaß gemacht hat, aber eben doch so den ein oder anderen Kritikpunkt hat. So sage ich, ja, war okay, war jetzt kein absolutes Highlight, aber jetzt auch nichts, wo ich jemanden abraten würde, sondern es war so, ich sag mal, die goldene Mitte. Ich würde sagen, so diese klassischen 3 Sterne. Ich bin ja nicht der größte Freund von Sternevergaben, weil natürlich in jedem Genre bedeuten Sterne durchaus auch was anderes. Ne? Also in der High Fantasy 3 Sterne zu bekommen, ist wahrscheinlich was anderes als in der Liebesgeschichte.
die Liebesgeschichte hat es definitiv einfacher, aber ich mag japanische Literatur. Ob sie jetzt so für den Einstieg diese Geschichte sich eignet, würde ich fast sagen, ist ein bisschen schwierig, aber sonst fand ich sie okay und kann man auf jeden Fall auch mal reinhören. Dann wurde mir von der lieben Anka ein Buch zugeschickt, und zwar Ben und No Name von Kim Hinzemann. Wir haben es dann auch zusammen in der Woche vor der Buchmesse gelesen. Das Buch ist für Kinder ab circa 8 Jahren und hat Illustrationen von Melanie Melchior. Und ich muss wirklich sagen, mir persönlich gefallen die Illustrationen sehr gut. Ich mag den Stil. Ich weiß, dass Anka so ein bisschen ihre Schwierigkeiten mit dem Stil hatte, aber alles in allem, ich mochte sie tatsächlich sehr gerne, was so ein bisschen den Stil angeht. Kann man hier vorne und auch hinten ganz gut sehen. Das Buch ist im Self-Publisher Verlag erschienen, also Kim Hitzemann hat das Buch selbst herausgebracht und ich habe jetzt noch ein anderes Buch von Kim Hitzemann hier, das habe ich mir jetzt gleich Anfang Mai aus der Thalia geholt, und zwar 12 Pfoten, und das ist dann so 12 Geschichten, soweit ich das jetzt richtig erinnere, was eben auch für einen guten Zweck ist, und so bin ich dann auch auf dieses Buch aufmerksam geworden. Wir treffen den circa 12-jährigen Ben, es wird, glaube ich, soweit ich weiß, kein Alter angegeben. Ach, 11-jährig. Ah ja, okay, hier hinten steht das im Klappentext. Also 11-jährig, da war ich mit meinen 12 gar nicht schlecht. Also wir treffen den 11-jährigen Ben, der es nicht sehr leicht hat in der Schule, der von seinen Mitschülern gemobbt wird, der sich am liebsten zu Hause zurückzieht. Und er hat überhaupt keinen Bock irgendwie in die Schule und schon gar keine Lust auf die anstehende Klassenfahrt. Eines Tages erfüllen ihn seine Eltern dann eben einen Wunsch und er darf sich einen Hund aus dem Tierheim aussuchen. Und wir lernen den Hund No Name vorher eben auch schon kennen, wie er ins Tierheim kommt, wie seine Geschwister alle nach und nach abgeholt wurden. Und der Kleine hat eben das ein oder andere Handicap und ist nicht so leicht zu vermitteln. Und wir sind dann eben dabei, wie Ben den Hund auswählt, mit nach Hause nimmt und wie dann so das ein oder andere Abenteuer beide starten. Es ist natürlich eine kurze Geschichte, dementsprechend schwierig, da so ein bisschen tiefer einzugehen. Alles in allem, es ist ein Kinderbuch mit wirklich wichtigen Themen für eben nicht perfekte Kinder, die hier eben auch gezeigt werden. Also man zeigt ganz deutlich, dass Mobbing nicht gut ist, was Mobbing ausmacht, wo das im Kleinen schon anfängt, im Größeren weitergeht. Wir erfahren, wie sich eben ein Kind fühlt, das gemobbt wird. Ich finde das immer wieder ein wichtiges Thema. Auch wenn ich das zum Glück in der Kindheit nicht erlebt habe, auch nicht irgendwie, dass das anderen passiert. Ich weiß nicht, war da, glaube ich, bin da sehr beseelt irgendwie aufgewachsen und fand es hier sehr wichtig zu lesen, wie gehen die Eltern damit um, die Lehrer damit um, was empfinden vielleicht auch Kinder, die mobben. Das hat weiter hinten so ein bisschen eine Rolle, aber ja, ich fand die Ausdrucksweise, die Kim Hitzemann hier verwendet hat, gerade was so die Schimpfwörter angeht, die fand ich nicht immer so angebracht. Ich fand es sehr gewöhnungsbedürftig. Es sind hier Worte gefallen, die habe ich in meinem Leben gefühlt noch nie gehört und dachte, puh, ob ich das meinem 8-jährigen Kind erzählen wollen würde, dass es diese Schimpfwörter gibt, diese Beleidigung, fand ich ein bisschen schwierig. Zudem fand ich es auch sehr schwierig, wie das Tierheim dargestellt wurde und auch die Tierpfleger. Das Tierheim ist ein heruntergekommenes Haus, es gibt keine Kissen, keine Körbchen, die Hunde leben irgendwie auf dem Boden, die Tierpfleger rotzen im Grunde das Essen immer nur so hin und sind froh über jedes Tier, das verschwindet. Und das fand ich ein bisschen unglücklich, weil all die Tierheime, die ich bisher kennengelernt habe, und ich habe ja 1, 2, 3 Katzen aus dem Tierheim, meinen Hund aus dem Tierheim, jeweils immer aus einem anderen. Und natürlich verfolgt man ja auch andere Tierschutzorganisationen. Und mir ist das nirgendwo untergekommen, dass Tiere so leben müssen. Wir reden ja hier auch nicht von Auslandstierschutz, wo man natürlich sagt, in Rumänien sieht ein Tierheim anders aus als in Deutschland. Wir sind hier in Deutschland und ich kann mir nicht vorstellen, dass es ehrenamtliche Helfer oder auch Angestellte im Tierheim gibt, die so mit ihren Schützlingen umgehen. Das fand ich tatsächlich sehr unglücklich, denn natürlich mag es sein, dass der Hund den Tierpfleger irgendwie als Feind sieht, glaube ich aber tatsächlich nicht. Ich fand das wirklich schwierig. Das ist so mein Kritikpunkt an der Geschichte, dass ich ungern Kindern erzählen wollen würde, dass die Tierheim Pfleger gerade in Deutschland der Feind sind. Wir reden, wie gesagt, nicht über
Tötungsstationen in Griechenland oder Spanien oder Rumänien, sondern wir reden hier wirklich von deutschem Tierschutz, der darum bemüht ist, seine Schützlinge zu vermitteln und ja wirklich das, also ja, das beste Leben ja irgendwie möchte, was eben im Rahmen irgendwie möglich ist. Dass das natürlich nichts mit dem Wohnzimmer zu tun hat, wie jetzt mein Hund hier auf der Couch liegt oder meine Katze da gegenüber auf dem Regal liegt, das ist natürlich was ganz anderes. Ein Plätzchen in einer Familie ist was anderes. Aber das ist mir wirklich auch wichtig, dass ich das Bild hier nicht ganz gut finde. Aber alles in allem muss ich sagen, hat mir die Geschichte gut gefallen. Ich fand es wichtig, dass wir auch Ben haben, der den einen oder anderen Fehler mal macht, der nicht perfekt ist, der auch irgendwie ja nicht so ganz immer mal nachdenkt, was er tut, weil ich glaube, so sind alle 10, 11, 12-jährigen Kinder eben mal. Ich fand es schön, wie so diese Beziehung der beiden aufgebaut wurde, welche Veränderungen auch die Eltern dann bei Ben wahrnehmen. Das finde ich tatsächlich schon sehr schön. Und ich glaube, dass wirklich ein Tier ganz viel in dem Menschen macht. Nicht nur ein Hund, sondern auch eine Katze und ja, dass das da schon wirklich, ja, dass auch charakterstärkend ist und das ist. Ich fand, wie gesagt, die Tierpfleger darstellen nicht gut. Ich fand auch die Beleidigung manchmal ein bisschen zu hart für ein 8-jähriges Kind, wenn ich das vorlesen würde. Aber sonst finde ich die Message, die dieses Buch mitbringt, wichtig, gut und auch ja, sehr ansehnlich erzählt. Auch der Stil war okay. Es hätte mir manchmal geholfen, wenn der Hund so denkt, sozusagen, dass man das nochmal ein bisschen extra dargestellt hätte. Aber vielleicht kommt das in der nächsten Auflage. Aber alles in allem eine wunderbare Geschichte, die einfach so vor Tierliebe auch irgendwie strotzt. Und es ist sehr schön, die Geschichte von Ben und No Name ja, zu erleben. War auch ein schöner Buddy-Read. Wenn Anka ihr Video zum Büchermonat vielleicht schon vorher irgendwie hochgeladen hat, verlinke ich es auf jeden Fall. Wenn nicht, schaut einfach mal bei ihr vorbei, wie sie das Buch so ein bisschen empfunden hat. Und jetzt kommen wir zum letzten Buch, was auch gleichzeitig ein Highlight geworden ist, nämlich Druidendämmerung von Mira Valentin. Und ich glaube, so das Fünkchen zum Highlight wurde gegeben vom Sprecher Robert Frank. Den habe ich tatsächlich auf der Messe verpasst. Er war leider nur am Samstag vor Ort. Ich hätte meine persönliche fast mit Lieblingsstimme sehr gerne mal live kennengelernt und getroffen. Aber ich liebe Robert Franks Stimme, seitdem er Nevernight gelesen hat. Und ich halte auch gezielt Ausschau nach Büchern, die er spricht und habe die durchaus dann nochmal auf der Wunschliste. Er hat auch Minen der Macht eingesprochen. Das ist ja auch das Buch, wo wir zur Lesung auf der Messe waren, was wir, glaube ich, allein nur, weil es Robert Frank spricht, dann auch hören werden und nicht lesen werden, obwohl wir das Buch, ja, irgendwo hier müsste es ja stehen. Ja, aber es ist, ja, manchmal überzeugt eben ein Sprecher so, dass man lieber zum Hörbuch greift. Aber gut. Druidendämmerung. Ich habe schon einige Bücher von Mira Valentin gelesen und gehört. Ich mochte ihre Reihe damals mit Erik Kellen. Ich mochte die Nordblut-Reihe, wo ich, glaube ich, 3 Bände gelesen habe. Jetzt ist der 5. auch schon ein Stück raus. Ich muss da unbedingt weitermachen und war natürlich sehr gespannt auf dieses Buch, was auch in einem Verlag erschienen ist. Sonst ist ja Mira Valentin eher auch Self-Publisherin. Und wir sind hier in einer Zeit, in der ich, glaube ich, noch nie unterwegs war, nämlich bei den Druiden. Super spannend. Kenne ich, glaube ich, sonst ja nur von Asterix und Obelix, ne? Waren das nicht auch Druiden? Ich bin mir gerade nicht sicher. Boah, jetzt lehne ich mich wahrscheinlich komplett raus. Aber gut, wir treffen auf Milo. Der ist Pfleger und ist eben Druidenwärter und pflegt und bewahrt auf der Sterneninsel magische Wesen. Und das fand ich schon einen großartigen Einstieg. Durch einen blöden Fehler, durch ein Missgeschick geschieht es dann eben, dass er auf eine verfluchte Bench stößt und das führt nun dazu, dass Milo zu einem Abenteuer gerufen wird bzw. hinausziehen muss, um da das Missgeschick dann auch ja wieder ein bisschen ja im Grunde auszubügeln. Zu den Aufgaben und diesem Abenteuer kommt eben noch, dass die Christen sich auf die Insel sozusagen begeben, sich dort ausbreiten, um eben auch die Einwohner zu bekehren, die eben sonst ja doch eher an dieses magische glauben und an andere Dinge als so diesen einen Gott, wie wir es heute kennen. Und ja, die Einwohner sind aber not amused, denn ja, sie möchten schon eigentlich ihre alten Traditionen und den Glauben an die magischen Wesen beibehalten. Für mich,
Also wirklich ein großartiges Highlight, was beim Hören wahnsinnigen Spaß gemacht hat. Es hat zu Beginn ein bisschen gedauert, hineinzukommen. Es war ein bisschen holprig. Ich glaube, Robert Frank hat da wirklich gut geholfen, diese knapp vielleicht ja 10% wunderbar unterhaltsam zu gestalten. Ich höre ihm einfach unglaublich gerne zu. Und ich fand es richtig toll, als dann die Geschichte losging, ich eingetaucht bin und dann kam eigentlich die Buchmesse dazwischen. Also ich habe das Buch auch erst am 1. Mai beendet. Aber gut, aber ein Teil davon habe ich ja noch im April begonnen. Und dann war ich einmal drin und dann konnte ich auch nicht mehr loslassen. Also es war wirklich bildhaft erzählt. Es sind Themen nach dem ersten Drittel so Schlag auf Schlag auf Schlag passiert. Es ist wahnsinnig toll, was sich Mira Valentin hier ausgedacht hat. Ich mochte, wie die Welt erzählt wurde, wie die Ortsbeschreibungen machte. Ich mochte ihre leicht ausschweifende Art, sodass man wirklich mitgelaufen ist, dass man Dinge gesehen hat, Orte, Wege, Häuser, Menschen und dass wir einfach Milo begleitet haben und das hat mir wirklich richtigen Spaß gemacht. Wir treffen viele Charaktere, auch unterschiedlichste Wesen, von den Banshees über die Droiden, über Meereswesen, über Merlin. Alles ist bunt dabei. Ich fand das richtig toll. Ich mochte, dass uns die Charaktere mit ihren Wesenszügen erklärt wurden, beschrieben wurden, dass wir hier die erfahren haben, dass wir hier wirklich tief eingetaucht sind und wir wirklich ganz, ganz nah auch dabei waren. Die Geschichte erzählt uns tatsächlich so einfach, wie es eben einfach damals war, Mensch zu sein. Also als man eben noch an Magie glaubte, an das Übersinnliche und dann eben jemand kommt und einem etwas von einem Gott erzählen möchte und wie es so vor sich geht, wenn eben diese Bekehrungen so stattfinden. Ich hätte durchaus gerne länger in dieser Geschichte verweilen wollen. Also gefühlt war es irgendwie dann doch recht schnell vorbei. Nach den anfänglichen Problemen hätte ich hinten raus gerne noch 100 Seiten gehabt, weil natürlich manchmal schon nicht ganz so tiefgründig etwas erzählt wurde, was vielleicht so 50 Seiten auch noch geholfen hätte. Aber natürlich ist es ein Verlagsbuch. Es wird da bestimmt auch Wortvorgaben geben und ich glaube, Mira Valentin neigt sonst auch ein bisschen zum übersinnlicheren, nein, zum Übererzählen, zum wirklich detaillierten und wirklich wunderbar aufgreifenden Erzählstil. Mir fehlt gerade das Wort, aber ich war einfach so fasziniert und ich fand es toll, wie sie diese Geschichte erzählt hat, wie sie sie aufgebaut hat, wie wir diesen Charakteren folgen können, wen wir alles kennenlernen und wir erfahren eben durch diese Entwicklung von Milo, die ich wirklich, die ich ganz toll fand. Also wirklich ein Charakter, den ich in guter Erinnerung behalten werde, die verschiedenen Wesen einfach so erlebt zu haben und das war richtig toll. Ein bisschen mehr Tiefgründigkeit, ein weniger holpriger Start und trotzdem ist es ein Highlight geworden und es war einfach toll. Ich habe mich so hineingesogen gefühlt, also ich habe das dann am 1. Mai den Rest wirklich gar weggesuchtet. Ich wollte gar nichts anderes mehr lesen und nur hören, hören, hören. Nicht nur wegen Robert Frank, sondern auch der tollen Geschichte von Mira Valentin. Also wirklich der Monat wunderbarst, perfekt abgeschlossen und hat wirklich großen Hörspaß gemacht. Das waren sie jetzt, die 14 Bücher des Aprils und ich bin wirklich happy, dass der Monat so wunderbar durchgelaufen ist und dann ja auch noch mit einem ganz tollen Hörbuch geendet hat, mit einer tollen Messe geendet hat. Begonnen ja gefühlt fast dann mit Ostern, da ist glaube ich ja auch irgendwie Ostern gewesen am 8. 9. April, mit einem langen Wochenende, wo man wirklich viel gelesen hat und es hat richtig Spaß gemacht. Endlich mal Highlights, endlich mal tolle Bücher. Und ich merke immer wieder ein Fantasy-Mädchen und ich fühle mich da doch recht viel zu Hause. Und ja, der Abbruch zu Beginn des Monats, darüber schauen wir einfach mal ein bisschen hinweg. Ich bin sehr gespannt, welche Bücher für euch ein Highlight im April waren. Schreibt mir das gerne in die Kommentare, würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Vielleicht habt ihr eins der Bücher von mir hier ja auch schon gelesen oder noch auf dem Sub. Dann schreibt das auch sehr gerne, lasst uns in den Austausch gehen, würde ich mich sehr, sehr freuen. Und ich danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Video, macht's gut, tschüss, eure Steffi.